Willkommen zurück, meine Lieben, bei Infraspace. Und beim letzten Mal haben wir angefangen, unsere Kolonie aufzubauen. Was wir aber allerdings noch tun könnten, ist, das Ding hier abzubrechen. Weil das aktuell nicht gebraucht wird. So, dann fangen wir heute mal an mit einem Forschungslabor. Ich habe keine Ahnung, wo das, wo wir das hinpacken sollen. Hier wird dann wahrscheinlich nochmal ordentlich gebuddelt. Das heißt, ich denke, wir machen vielleicht hier um den Dreh rum so ein bisschen einen Hightech-Sektor. Vielleicht, ne? So, ich ziehe hier mal eine Straße hin. Und dann werden wir einfach mal hier dieses Forschungslabor aufstellen. Ja, direkt an der Straße, das passt. Ich glaube, die Forschung haben wir ja schon eingestellt, ne? Landwirtschaft. Diese Technologie schaltet frei einfache Farm. Braucht blau, da gibt es welche dann, die blau-grün brauchen. Ich denke, das ist ähnlich wie bei Factorio. Fabrik für blaue Wissenschaftspakete. Jupp, ist es. Okay. Also, wir brauchen dafür einmal den Kohlenstoff. Den haben wir. Von hier hinten. Das Problem ist, der ist ein bisschen weit weg. Vielleicht war das ein Fehler, das Ding hier drüben zu bauen. Vielleicht hätte ich das hier irgendwo hinbauen sollen. Warte mal, ich möchte mal was testen. Wir haben 30 Beton gebraucht, um das aufzubauen. Was kostet der Abbau? Okay, wir kriegen die Hälfte zurück. Ist gut zu wissen. Ich glaube jetzt nicht, dass Beton gerade ultra wertvoll ist, aber man weiß es nicht. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir das so. Linke Seite Forschungslabore. Was ist hier los? Okay, da wurde so eine Art Brücke gebaut. Wir haben da eine kleine Erhöhung. Okay. Dann, auf der rechten Seite kommt mal das Ding hier hin. Ich vermute, die brauchen Strom. 1 Megawatt. Ne? Okay, jetzt kommen hier die mit dem C. Also das Ding scheint, okay, wahrscheinlich scheint es einfach daran zu liegen, dass es noch nicht arbeitet, aber so. Okay, mach das mal so. Okay, das Ding kann arbeiten. Was zur Hölle ist das hier? Eisenerz. Okay. Das heißt, wir brauchen wohl oder übel eine Eisenmine. Ich habe nichts von wegen Luftverschmutzung gesehen. Was zur Hölle sind das hier? Oh, das sind große Minen. Eisenmine. Okay. So. Dann bauen wir noch eine Straße. Ich denke mal bis dahin. Und dann passt das. Der wird auch noch Strom brauchen. Ich denke, ich gebe dem. Wir werden hier noch mehr Eisenminen bauen, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob der Wind aus irgendeiner bestimmten Richtung kommt. Das wäre noch interessant zu wissen, aber nicht super dringend. Netter Schaufelradbagger. Bisschen klein. Und es fehlt. Ja, das geht. Das hier ist wohl das Gegengewicht. Okay. So, damit müssen wir eigentlich alles haben, um diese blauen Wissenschaftspakete herzustellen. Die Frage ist, ob hier die Kohlenstoffproduktion ausreicht. Der braucht 16 Sekunden. Okay, der braucht 20 Sekunden und eines. Das sollte eigentlich passen. Wir sehen ja auch bei der Produktionsübersicht. Ja, Eisen geht auch. Also wir können 3 füttern. Das sieht alles eigentlich für den Moment so einigermaßen ganz gut aus. Und dann ist das, fliegt das Raumschiff wieder weg. Ach hier, Produktionsübersicht. So. Sind nicht die schnellsten Fahrzeuge. Vielleicht gibt es hier irgendwann ein Upgrade. Ich glaube, man sieht auch an der Farbe des LKWs,
Was steht da? Ruffe? Das ist schwer zu lesen. Naja, das ist vielleicht einfach nur irgendein Logo. Muss nicht zwangsläufig was zu bedeuten haben. Okay, da haben wir schon 30 Kohlenstoff geliefert. Da, und jetzt kommt der... Oh, das, die produziert direkt 2. Die Interessante ist auch, die LKWs werden gespawnt. Ich glaube, später wird dann auch das... Also werden die Straßen dann auch Bottlenecks sein und wir müssen gucken, dass wir, ja, dass die LKWs sich nicht komplett anstauen. Aber ich glaube, das ist für eine Weile noch nicht so super wichtig. So, Forschungsressourcen, da ist doch gerade eins reingekommen. Ach, wir forschen bereits, okay. Erforschte Landwirtschaft 20%, das scheint irgendwie einigermaßen instant zu gehen. Ich vermute mal, können wir den Gamespeed erhöhen? Jo, können wir. Ich denke mal, wir müssen das jetzt erstmal durchforschen. Was ist das hier? Schnellen Neutronenreaktor, Atomkraftwerk. Okay, da gibt es dann noch mehrere Sachen. Umspannwerk. Ja, nicht zu weit nach vorne schauen, sonst wird einem nur schwindelig. So, eins noch. 80%. So, gib Gas, genau. Du rein, passt. Forschung ist abgeschlossen. Okay, wieder Normalspeed. Wir können jetzt eine einfache Farm bauen. Okay, dann wollen wir das machen. Sollen wir noch direkt was anderes erforschen? Elektronik, diese Siedlung. Okay, wir können gar nichts erforschen. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Produktion. Die produziert, so wie es aussieht, ich vermute einfach eine einfache Mahlzeit. Okay, dann sollten wir das in der Nähe von hier bauen. Ich glaube nicht, dass die Mahlzeit sonst noch für irgendwas gebraucht wird, oder? Bau mal... Machen wir mal so. Ich habe schon lange keinen SimCity oder City Skylines mehr gespielt. Ich bin da total eingerostet. Also die Layouts hier werden jetzt alles andere als effizient oder professionell sein. Brauchst du Strom? 2 Megawatt, ja. Können wir den nicht anbinden? Geht das nicht? Okay, dann machen wir das so. Passt. Jetzt werden hier... was ist jetzt los? Okay, der ist wohl... schlecht platziert. Warum ging das überhaupt dann? Okay, das mit dem Stromnetzwerk ist ein bisschen... Ja, hier ist zu. Machen wir es so. Was soll's? Das ist ein bisschen friemelig aktuell, aber wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich irgendwas noch nicht so richtig verstehe. Aber okay. Denke mal, wir könnten hier dann auch so die Straße zusammenfügen. Als nächstes können wir jetzt bereits... Ne, wir können hier noch nichts machen. Was bauen wir denn um eine Siedlung? Außenposten-Siedlung, Kleinstadt, mittlere Stadt, Großstadt, planetare Hauptstadt. Okay. Was brauchen wir dafür, um eine Siedlung zu gründen? Wahrscheinlich eine gewisse Anzahl an Leuten? Wie sieht es mit unserem Raumhafen aus? Okay, da kommen nochmal 10, glaube ich.
Lass deine Habitate aufsteigen, damit deine Stadt attraktiver für Neuankömmliche wird. Ja, wenn wir wüssten, wie das geht. 5 von 8, also wir sind nicht voll belastet. Wie sieht es sauerstofftechnisch aus? Gut. Gut. Was vielleicht noch ein Problem sein könnte, baut der weiter, auch wenn... Es sieht so aus, als wäre das Lager hier voll. Ah ne, da wurden gerade 2 rausgenommen. Jetzt wissen wir es natürlich nicht. Damn it! Aber das Tutorial will momentan gerade nichts von uns. So, ich will sehen, ob das... Machen wir ein bisschen in Speed höher. Ach, das geht direkt wieder runter. Es sieht so aus, als ist es momentan stabil. Obwohl uns die Produktionsübersicht sagt, dass wir eigentlich einen Überschuss an Sauerstoff haben sollten. Naja. Was ist das hier? Elektronikzeug. Mikrochip. Neuronalprozessoren. Motorfabrik. Nanoröhren. Iridiumlegierung. Holodisplays. Strahlungskerne. Okay, gut. Stahlwerk. Ich denke mal, das wird hier das nächste Zeug sein. Key-Steuermodule. Okay. Das ist wahrscheinlich sowas ähnliches wie die Speed- und Produktionsmodule in Factorio. Könnte ich mir vorstellen. Park, Stadion, Schule. Dürfen wir aber noch nicht. Müssen wir... Wohngebäude steigt in... Ach, hier. 45 Sekunden auf. Einfaches Habitat. Ich denke mal, das ist das Wichtige, dass die halt... Dass einer aufsteigt. Ich werde jetzt erstmal nichts bauen. Lass uns ein bisschen fast forward machen. Ich wünschte, es gäbe noch eine schnellere Stufe. Für den Anfang jetzt. So, alles andere... Passt, denke ich mal, soweit. Oh, Habitat ist aufgestiegen. Tutorial abgeschlossen. Glückwunsch! Du bist jetzt bereit, deine Stadt groß zu machen. Hooray. Okay, gut. Forschung auswählen. So. Jetzt können wir hier mit der Siedlung hantieren. Was haben wir? Elektronik. Kupfermine, Elektronikfabrik, Stahlwerk, Einbahnstraßen. Ich denke mal, wir forschen erstmal das Stahlwerk. Ne? Dann können wir wahrscheinlich Eisen zu Stahl umfunktionieren. Was ist das Umfunktionieren? Wir können aus Eisen Stahl machen, nicht umfunktionieren. Meine Fresse, ey. Forschung abgeschlossen. Wow, das ging schnell. Okay. Stahlwerk braucht auch Kohlenstoff. Die Luftfilteranlagen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, an Kohlenstoff zu kommen? Also, auf jeden Fall, bau das Ding mal dahin. Dann machen wir Strom. So, das wäre das. Und ich vermute mal, dass jetzt... Wie schnell bist du? 16 Sekunden. Ich vermute mal, dass jetzt... Ja, das C ist... wir haben zu wenig Kohlenstoff. Das heißt, wir könnten uns nochmal so eine Luftfilteranlage bauen. Gibt es Alternativen? Sauerstofffilteranlage, Kohlenstofffilteranlage. Okay, was brauchen wir für diese Kohlenstofffilteranlage? Die will ich haben. Fabrik, Solarzellen, Rotorblätter, Betonstraßen. Okay, das sind die Straßen-Upgrades. Umspannwerke, Aluminium, Park, Mikrochip-Fabrik. Ugh. Wo ist der verdammt das, hier. Nee, Fabrik für Nanoröhren, hä?
Was? Wo kriegen wir das Ding her? Ich hab's nicht gesehen in... Das hier... Elektronikchips? Brauchen wir... Boah, warte mal. Wo war da? Wo war ein Raumhafen? Baulager? Was ist das hier? Großer stehender Schriftzug. Großer liegender Schriftzug. Fantastisch. Erdanreicherungsanlage. Okay, das war hier. Wir brauchen 20 Beton und 2 Stahlträger. Müssten wir doch eigentlich haben. Oder? Was machen die? Oh, wird das in dieses dumme Lager transportiert? Warte mal, das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Bauen wir hier ein Lager hin. Ich will nicht, dass die da ganz außen rumfahren. Das wäre eine absolute Katastrophe. Sehen wir irgendwo, was unser Lager ist? Solarzellen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Verbesserte Rotorblätter. Passt die Rotorblätter von Windkraftanlagen an die Atmosphäre an. Dies führt zu weniger Verwirbelungen in der Luft, wodurch Windräder näher aneinander gebaut werden können. Okay, gut, gut, gut. Grüne Wissenschaftspakete. Ah ja, hierfür brauchen wir grün. Ich denke mal, Elektronik ist definitiv das nächste, was wir erforschen werden. Man sieht nicht, was in den blöden Lagern drin ist. Wir haben eigentlich genügend Stahl. Also, ich meine, wir haben alles, was wir für den Bau dieser Anlage brauchen. Also muss es irgendwo an der Forschung liegen, habe ich das Gefühl. Umspannwerk, Aluminiumminen, Motorfabrik. Ich habe das doch. Das kann doch nicht so weit hinten sein, oder? Sechsspurige Straßen, super Autobahn, was auch immer. Park, Mikrochip. Huh. Fabrik für Hausgeräte. Ich sehe nichts, was auf das hindeutet, was wir brauchen. Ein großer Bagger ist auch nice. Wahrscheinlich übersehe ich es irgendwo. Aber ich sehe hier die Kohlenstofffilteranlage nicht. Straße einrasten. Wenn man draufklickt, man kriegt auch keine Info, woran es hapert. Okay, weißt du was? Bau einfach nochmal so ein Ding dahin. Hilft jetzt nichts. Oh, es ist teilweise ein bisschen friemelig, die Dinger wegzumachen. Man muss wieder draufklicken oder... Forschung abgeschlossen, Kupfermine, Elektronikfabrik. Okay. Kupfer hatten wir, glaube ich, irgendwo gesehen, aber es war nicht ganz in der Nähe. Ja, hier hinten ist was. Aluminium? Aber, ah, hier haben wir Kupfer, okay. Ist ein bisschen näher. Oh, da ist auch nochmal Kupfer. Schauen wir uns mal. Kupfermine, Mikrochipfabrik braucht einmal. Was ist. Ist das Stahl? Oder was ist das genau? Was der hier zur Produktion braucht. Die Icons sind teilweise ein bisschen generisch. Nee, das sieht mir nicht nach Stahl aus.
Was ist es dann? Lass uns einfach mal eine... Wir pappen dann mal eine Fabrik hier hin. Eisenerz. Ach so, das ist Erz selber. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Reiß wieder ab. Beton haben wir eh genug. So, passt dann. Würde ich sagen... Machen wir das mal so. Was? Hä? Was ist mit dem Ding los? Was ist hier nicht gut? Straße kollidiert mit etwas. Mit was? Was ist im Weg? Okay, die Straße ist... scheint in Ordnung zu sein. Okay, das geht. Gut, dann können wir jetzt endlich den Kupferbagger machen. So, einmal da. Und dann hätte ich ganz gerne nochmal einen Eisenbagger. Da. Und in der Mitte kommt dann das hier hin. Natürlich brauchen wir noch Strom. So, ihr kriegt natürlich ein kleines Windrädchen. Ich glaube, die Ausrichtung spielt überhaupt gar keine Rolle. So. Oh, und vielleicht auch die Fabrik noch. So. Und dann ein Lager dazu. Damit, wo waren die nochmal? Ich klicke mich einfach wild durch die... Was soll das? Ach, das war das Parkdings. Wo zur Hölle war die... Hier, okay. So. Weil sonst fahren sie wieder überall hin. Ich hoffe, dass... Ich habe das Gefühl, die sind vernetzt. Nicht genügend Arbeiter. Wenn du nicht genug Arbeiter hast, können deine Fabriken... nicht effizient arbeiten. Verwende Priorisierungsnetzwerk oben links, um deine Arbeitskräfte zu verteilen. Okay, und wo ist das? Priorisierungsnetzwerk. Ha. Huh. Der hat 6,4 Sekunden. Der 3,2. Der ist wesentlich schneller. 1,1. Okay, dann bau noch einen zweiten hiervon. Priorisierungsnetzwerk oben links. Ich sehe hier nichts von einem Priorisierungsnetzwerk. Das hier sind... Also Forschung ist es nicht. Startstufe ist es, glaube ich, nicht. Produktionsübersicht könnte... Ach, hier kann man nichts einstellen. Diagramme ist es mit Sicherheit nicht. Startviertel, das könnte es sein. Visualisierung glaube ich nicht, dass es ist. Hm. Ziehe deine von einem Viertel zum nächsten eine Exportregel zu erstellen. Stadtviertel ohne Exportregel dürfen ihre Güter überall hin liefern. Ah, okay. Damit können wir also sagen, dass Eisenerz okay. Dann mach mal so. Funktioniert das jetzt? Oh. Hä? Ich bin unsicher. Heißt das jetzt, dass... dass die nur hierhin liefern?
Ich bin verwirrt, aber das war nicht das mit dem Priorisierungsnetzwerk, oder? Weil, ja, hier geht es ja um Arbeitskräfte. Oder haben wir einfach nicht genügend? 10 von 10. Ich glaube, wir haben einfach nicht genügend Habitats. So, bauen wir nochmal 2. Solides Habitat. Okay, das hier sind die einfachen. Die kriegen jetzt all ihr Zeug und jetzt müssten wir eigentlich wieder... Ja, deswegen ist das hier auch rot, weil wir nicht genügend Habitats haben. Nun gut, mein Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Break. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich bin gespannt, was noch auf uns zukommt. Ich habe das Gefühl, ja, jetzt wird's erst so ein bisschen tricky und interessant. Mal sehen, was passiert. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.